Und da sind wir auch schon wieder zurück zur dritten Folge Let's Play Dark Souls 2. Hat ja gar nicht so lange gedauert, oder? Hämisches Lachen. So, cool, hier ist auch gleich ein Leuchtfeuer. Das zünde ich jetzt mal an. Habe ich gar nicht gesehen. Und da unten geht es scheinbar weiter. Alles klar, diese ganzen Wege hier, ey, haben mehr. Okay, ich habe jetzt mal auf eigene Gefahr mein Fenster angeklappt. Ich glaube, die Kinder sind zu Hause, weil mir klebt ohne Scheiß, also wirklich ohne Scheiß, mir kleben schon die Hände am Gamepad fest. Ich weiß nicht, ob ihr es hört jetzt hier, wie so eklig so. Ach, das ist voll widerlich. Jedenfalls, ich habe jetzt Fenster aufgemacht. Wenn ihr jetzt irgendwelche Vögel hört oder Kinder schreien, tut mir leid, aber geht nicht anders. Wir sind Flo. Okay. Cool. Okay, dieser fette Typ hat hier scheinbar seine Sachen. Okay, verschlossen, gut. Dieser fette Typ hat da scheinbar seine Sachen drin versteckt. Es scheint ein Schmied zu sein. Ja, das ist der Schmied. Und ja, dann sitzt er jetzt ganz traurig daneben der Tür und kriegt die Tür nicht auf. Anstatt hier einfach über das Fenster zu klettern, du Schmock. Oder mein Gott, ich meine, guck dir mal an, wie breit du bist. Dann heb doch einfach die Scheißtür aus den Angeln, ey. Was sich hier die Leute haben. Da unten sind Blutspuren. Ah, und hier steht jemand. Hallo? Hallo? Sieht aber gut aus. Are you the next monarch? Or merely a pawn of fate? Bearer of the curse. I will remain by your side till this frail hope shatters. Take this with you. May it ease your journey. Estus Flakon. Go on and see the king. Das sind. He who made Drangleic what it once was. He who peered at the essence of the soul. King Vendrin. Die Smaragdbotin gibt euch die Kraft zum Aufstieg. Das ist nämlich jetzt jene Dame, bei der wir unsere Seelen gegen Level eintauschen können. Und diese Estus-Flakons trinken, um HP wiederherzustellen. Ja, mit denen können wir uns nämlich heilen. Und wir haben jetzt zu Beginn leider erstmal eins. Ich rede mal mit ihr. König nie treffen, blasbrüchig, ja. Ich würde es mir gerne mal aufleveln, aber es geht wahrscheinlich erst später. Levels sind ja noch nicht so wichtig. Gelobt sei die Sonne. Praise the Sun. Ich weiß gar nicht, wieso das hier immer geschrieben wird, aber ohne Scheiß. Das ganze Outernet, die ganze äußere Welt hier, sieht hammergeil aus. In der Entfernung. Alter, die Wolken da hinten. Wenn die jetzt noch ein Ticken besser hier an den Charakteren wären, dann, Alter, das ist ja so ein hammergeiles Spiel. Wobei das sowieso nicht um Grafik geht, sondern um Gameplay. Deswegen bewerte ich das jetzt gar nicht. Aber ich muss sagen, ich bin hier schon jetzt voll auf begeistert. So, was ist mit dir kaputt? Ja. Alter Schwede, ey. Fuck. It is a kind of settled. A place where life is almost normal. And in Drangleic these days, there are very few places like that. Ja, ja, so ist das. Gelobt sei die Sonne, immer wieder bewerten. Ich weiß nicht, wieso aber dieser Spruch ist. Visionen von Absprung wagt es ja nicht. Nope. Habe ich auch nicht vor. Wieder geschlagen. Ist gestorben. Hä? Haben die da gegeneinander gekämpft oder was? Gegen was kämpfen die? Oh. Ups. Tschüssi. Da war er wohl weg. 4.775.977 Tode. Alter. Fuck. Und das werden immer mehr. Jede Sekunde sterben zwei Leute. Mehr. Ach du Scheiße. Okay, Leute. Merkt euch. Ja, mach mal 4.800.000.
Ich bin mal gespannt, wie viele das sind, wenn wir das Spiel vorbei haben, wenn wir das Spiel durchgespielt haben. Wobei ich mich sowieso frage, wie lange das dauert. Ich habe irgendwas gelesen von 50 Stunden. Kann man hier dran sitzen, bis man es durch hat. Und das ist schon verdammt viel. So, dann setze ich mich da mal hin. Ist wieder weg. Wir haben nur einen Estus-Flakon, das ist schade. Nein, ich will nicht rasten. Oh Mann. So, sorry für den Cut jetzt gerade. Mein Spiel ist schon wieder rausgeflogen. Ich hoffe mal nicht, dass das jetzt zur Regel wird, sondern eher zur Ausnahme. Und ich weiß auch gar nicht, was ich jetzt als letztes gesagt habe. Deswegen, Moment, ich muss das Mikrofon wegmachen, das schlägt so aus. So. Ja, wenn ich ein Gespräch angefangen habe, tut mir leid, dass ich es jetzt nicht zu Ende bringe. Ich weiß nicht, was ich gesagt habe. Ich habe es schon wieder vergessen, den 5 Sekunden, die ich jetzt weg war. Jedenfalls geht's jetzt weiter. Wir hören das mal auf, hier zu labern. Und schwingen uns jetzt mal direkt in die Action rein. Da drüben ist eine Truhe. Truhe voraus. Naja, nicht ganz. Truhe um die Ecke wohl eher. Ich glaube, der Typ hatte das nicht so ganz mit. Und das sind scheinbar Spieler, die jetzt gerade auch spielen. Rostige Münze. Vorsicht vor Fluch. Was für ein Fluch? Deine Mama ist ein Fluch. Vorsicht vor Fluch. Ne Scheiß. Nebelwand. Ach, da vorne meint er scheinbar ist eine Nebelwand. Nicht diese Wand ist eine. Hier geht's nicht weiter. Hier, ah, hier geht's weiter. A, ziehen. Tada! Und ist da hinten irgendwas aufgegangen? Nee, hä? Oder da vorne? Hallo? Ich weiß es nicht, aber ich ziehe lieber nochmal ein drittes Mal. Bevor ich das jetzt wieder zugemacht habe. Es wird wahrscheinlich draußen irgendwas gewesen sein. Hört sich auch irgendwie weiter entfernt an. Ich weiß es nicht, ob ich es mir einbild. Weil das Ding ist nämlich auch hier, einem wird nicht gesagt, wo man ist und wo man hin muss. Jedenfalls nicht offensichtlich. Das war jetzt eine Ruine. Ah ja, und ich sehe schon, die ersten 5 Folgen werde ich jetzt hier drinnen verbringen, weil ich keinen Plan habe von der ganzen Scheiße. Aber so ist das nun mal. Hallo? Alter! Leiche im Brunnen. Es ist Flakonscherbe. Ein Flakon. Pisst euch, ihr Ratten. Hallo, wieso kann ich hier nicht angreifen? Ist mir jetzt verarschen? Greif diese scheiß Ratten an jetzt. Alter, und keinen Schaden mache ich, ne? Jedenfalls mit dieser Essos-Flakonscherbe, die ich, Alter, gefunden habe. So, wie wechsle ich jetzt nochmal so weit? Nein, so. Mit dieser Essos-Flakonscherbe, die ich gefunden habe, können wir das Essos-Flakon... Alter Schwede. Nee, wenn mich jetzt die Ratten hier zum ersten Mal killen, ne? Kann ich mein Estus-Flakon aufwerten? Tada, tada, tada. Ey, fick dich hart. Ich habe so eine abgeschissenen Ratten jetzt hier kalt. Ey, die bringen mich um, ohne Scheiß. Und kann ich die hier irgendwie da reinlocken? Hallo, wollt ihr nicht mehr hier reinfallen, zufällig? Oder du bleibst da oben auf dem Vorsprung, dann kann ich dich nämlich auch treffen. Na? Alter! Voll die Gang hier. Aber den habe ich gleich drin, ne? Ja! Nice, der erste. Aber er hat's überlebt. Was Alter, was geht mit euch ab? Ey, was ist denn kaputt mit euch, kranken Viechern? Und der zweite. Nein, er hat überlebt. Wir kriegen die Seelen nicht. Scheiße. Aber jetzt musst du dran glauben. Na komm, geh rein, du Scheißvieh. Boah. Fast tot durch Ratten. Das muss aber noch erstmal schaffen, ey. Alter! Alter! Dass er sich noch umdreht, dieser Spaß. Und wir haben keine Seelen gekriegt, weil die es alle überlebt haben. Die laufen da unten rum ganz fröhlich, als ob nichts passiert wäre. Loch voraus. Ja, nee, ist klar. Ruhig bleiben und dann Ring.
Ja, den Ring brauchen wir echt. Na, dann gehen wir mal hier runter. Da ist ja auch noch was. Gucken, was uns hier unten in den Katakomben erwartet. Ich hoffe mal, wir kriegen jetzt eine stärkere Waffe. Weil Schaden mache ich echt keinen. Untersuchen. Vorrichtung bewegt sich nicht. Moment, war da noch was? Nee. Doof, dass sich die Vorrichtung nicht bewegt. Okay, rechts ist nichts. Links, rechts. Oh Mann, ich habe keinen Bock mit den kleinen Messerchen hier mit dem wieder rumgammeln. Es geht immer tiefer und hier. Ah, eine Truhe, cool. Bitte eine Waffe, bitte eine Waffe. Karma Simper. Was? Was für ein Plasma Karma? Göttlicher Segen. Stell TP wieder her, halt alle. Ah, okay, das ist doch kein Zauber, das war so ein Flakon. Ich benutze einfach mal so ein Glücksding. Ich weiß nicht, was denn abgeht. Ist es? Titanitscherbe. Hier ist die ganze Aus. Ah, ein neues Schild. Karmesin Parma. Ist aber schlechter als unser jetziges. Ach, und was ich auch gelesen habe, dass wenn man sich an so einem Feuer hinsetzt, Vision von Hebel. Naja. Wenn man sich an so einem Feuer hinsetzt, wo man Lebensenergie dazu bekommt und die Estus-Flakons aufrüsten kann, da bekommt man auch, da wird einem auch die Rüstung repariert. Das heißt, man muss dafür nicht extra zahlen. Was bei dem wenigen Geld, was man manchmal hat, oder bei den wenigen Seelen, die man manchmal hat, sehr wehtun kann, wenn man dann auf einmal ein paar Tausend zahlen muss, um die Ausrüstung zu reparieren. Zerbrochenes Diebesschwert, Seele eines verlorenen Untoten. Kann ich hier vergleichen? Infoanzeigen mit X. Standarddolch? Nein. Wählen, sortieren. Hilfe. Auswahl. Kann ich hier nicht irgendwie... Oder muss ich das hier über das Fenster machen? Ach ja, hier kann, da kann ich... Ah, hier kann ich verbessern. So, das hier ist das zerbrochene Diebesschwert. Macht skaliert mehr mit Stärke als mit Geschicklichkeit, glaube ich, heißt das da unten. Außerdem hält es mehr aus, durchdringt aber nicht so leicht Rüstungen. Und keine Ahnung, weiß ich nicht, Riposte. Dafür macht es. Ich nehme es einfach mal. Okay, zerbrochenes Diebesschwert sieht jetzt nicht so überragend aus. Komm, Mann, ich will mal ein paar Gegner haben hier. Nicht so eine scheiß Ratten, für die ich keine Erfahrungspunkte kriege. Alter. Heiles Flammturm, was geht denn? Nope. Ich glaube, gegen den haben wir keine Chance. Aber da unten ist ein Feuer. Alter, verpiss dich bloß. Guck, ob wir einen Schlag aushalten von dem. Tun wir sogar. Okay, interessant. Alter, aber sobald wir nicht blocken, sind wir dran. Und jetzt sind wir auch. Das war der erste Tod. Okay, Errungenschaft freigeschaltet. Willkommen bei Dark Souls, meine Freunde. In der dritten Folge haben wir es jetzt endlich geschafft und sind ein vollwertiges Mitglied in der Dark Souls Community. Aber ich gebe zu, ich habe mich töten lassen. Ich wollte nicht den ganzen Weg wieder zurücklaufen. Hier zu dieser Tunti. Ja, schwach sein mögen, hör auf zu reden. Estus-Flakon verstärken, ja. Und jetzt sind wir nämlich... Ah, scheiße, wir sind kein Mensch mehr. Stimmt. Fuck. Okay, aufsteigen. Wie viel kostet das? 901 Erfahrungspunkte kostet das, aufzusteigen. Wir haben 0 momentan. Nein, ich will jetzt hier nicht reinfallen. Ich gucke jetzt mal... Benutzen, wie viel wir durch die Seelen bekommen. 800. Okay. Weil dann werden wir nämlich uns mal hier 2 Level... aneignen. Ich hoffe mal, dass er für zwei Level reicht. Ja, auf zu reden. So, aufsteigen. Jetzt können wir nämlich hier aussuchen, was wir machen wollen.
Vitalität gibt uns TP. Ausdauer haben wir eigentlich noch genug, so wie wir spielen. Beweglichkeit. Ach genau, das ist Belastung. Belastung ist das, weil umso schwerer unsere Ausrüstung wird, umso mehr Punkte müssen wir Belastung investieren, damit wir uns noch ordentlich bewegen können. Machen wir mal einen Punkt in Belastung, falls wir was Neues finden. Zauber benutzen wir keine. Stärke, rechte Waffe macht mehr Schaden. Geschicklichkeit. Körperliche Abwehr, TP. Anpassung ist Resistenzen und Balance. Intelligenz, Magie, Abwehr, Magie. Okay. Dann machen wir mal Stärke, Belastung. Alter, Belastung geht aber auch gar nicht mehr so schlecht auf die Verteidigung. Körperliche Abwehr. Schwer. Na, dann mache ich mal Belastung und Stärke. Weil was uns jetzt nämlich fehlt, ist Schaden. Aushalten tun wir genug, wenn wir rechtzeitig blockieren. Oder blocken. Aber dann gehen wir jetzt mal einen anderen Weg. Der Weg da hinten, den ich gerade gegangen bin. Wo ist er denn jetzt? Der Weg ist weg. Hier drüben. Der Weg, der ist für uns jetzt erstmal tabu. Oder sind wir da lang gelaufen? Nee, Moment. Hä? Ach, alles so schwer. Ich komme da nicht klar drauf. Ich gucke einfach nochmal da hinten, wo die Ratten jetzt wieder sind. Und die werde ich jetzt auch gleich mal schön umgehen, weil ich habe nämlich keinen Bock, in diese fiesen Viecher zu kämpfen. Okay, da hinten ist nichts. Denke ich jedenfalls. Nope, hier ist nichts. Du musst jetzt mal gucken, wo wir hin müssen. Da oben können wir nicht rein, da ist immer noch zu. Verschlossen. Da hinten ist auch nichts. Dann rede ich mal mit dieser netten Dame, die uns hier gerade aufgelevelt hat. Vielleicht kann die ja das Geheimnis lüften und uns erzählen, wo unser Ziel ist. Weil ich habe nämlich hier nervös alles weggeklickt. Ja. Okay. Alles klar. Hinter dem Hügel. Alter. Hinter dem Hügel jenseits des Waldes. Ich glaube, die will, dass wir da hingehen. Jetzt habe ich schon wieder diesen fucking Ding da benutzt. Wir machen keinen Schaden, das kann man vergessen. Selbst gegen diese kleinen Viecher hier. Ich weiß nicht, was kaputt ist. Und wir haben zwei Estus Flakons jetzt, okay. Im Wald hinter dem Hügel. Jetzt müssen wir halt nur definieren, wo der Hügel ist. Ich glaube, da hinten, wo die Bäume sind. Da will sie, dass wir da hinlaufen. Ah, da oben sind... Von da oben sind wir gekommen. Was war denn nochmal hier drin? Ging es da weiter? Oder hatte ich da einfach nur Angst? Ich glaube, hier ging es nicht weiter, ne? Wald hinter dem Hügel. Ja, dann muss es doch hier sein. Irgendwo, denke ich mal. Vielleicht hat uns der Typ ja nochmal was zu sagen. Und das, meine Freunde, ist Dark Souls. Ja, Statue. Keine Kunsthandwerke? Ja, okay. Ja, okay. Ja, okay. Kann ich die kaputt machen irgendwie? Nö, das können wir nicht machen. Aber wir können uns jetzt mal kurz dieser Gegner hier annehmen, damit wir wieder ein bisschen Erfahrungspunkte kriegen. So, dann komm mal raus, du Gollum. Na, steht doch da hinten dran, das wissen wir. Aber, Alter, von was sie für einen Sack da vorne dran hängen haben. Ah ja, okay, jetzt haben wir es gemacht. Wobei die Waffe auch irgendwie scheiße ist, merke ich gerade. Mit dem Dolch können wir die instant killen. Na,
komm weiter im Kreis, weiter im Kreis, weiter im Kreis. Bisschen Tango! So, jetzt haben wir den erledigt. Wenn ich jetzt aber hier mal die Waffe ändern, wieder zum Dolch. Und mit dem Dolch können wir den nämlich schön... Das ist jetzt fies. So. Mit dem Dolch können wir den nämlich schön entschärfen, die Gegner hier. Da, zitter, zack, einfach einmal in die Eingeweide rein und durch ist er. Und er hat auch gleich was gedroppt, ein Lebensstein, wunderbar. Ja, aber hier gibt's nichts weiter. Hurra, ein Freund. Zäh, Feind voraus. Naja, zäh ist was anderes. Aber hier geht's auch nirgendwo weiter. Hm. Okay, dann wackel ich mal zurück. Das ist nämlich immer so ein Problem hier bei Dark Souls, weiterzufinden. Ich könnte jetzt natürlich auch in die Komplettlösung gucken, mal ins Internet oder so. Aber ich versuche das mal nach Möglichkeit außen vor zu lassen. Da hinten waren wir, von da sind wir gekommen. Dann sind wir hier unten rein. Dann geht's eigentlich... All diese Drecksratten, ey. Gehe ich erstmal dahin, dann verschwinden die nämlich wieder. Ja. Und zack, jetzt sind nämlich alle weg. Tada. So, ja. Wir können da runter, da ist aber nichts. Glaube ich. Da ist nichts. Dann können wir da nach hier drüben und nach da. Naja, ich gucke mich dann mal weiter um. Und sobald ich dann weiß, wo es weitergeht, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder von Let's Play Dark Souls 2 mit mir, dem Flo von Maximum Gaming, auf dem PC. Bam, bam, bam. Ja, bis zur nächsten Folge. Bis dahin.